Zeckengeflecht, das sieht aus wie bei Dornröschen. Aber gut, ich hätte mich auch einfach fallen lassen können. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, Part 124. Tja, beim letzten Mal haben wir versucht, weiter Richtung Wirbelsturm zu kommen. Aber die Kälte, die extreme Kälte, die dort oben herrscht, hat uns einen jähen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber wir haben zumindest den zweiten Schrein da oben erreichen können, der uns zugleich als Wegpunkt, also fürs nächste Mal, wenn wir da vorbeischauen, ja, gilt. Ne? Wenn wir da jetzt die Rüstung bekommen sollten, was ja naheliegend ist hier in der kalten Umgebung, ne? Da wird es auch eine Rüstung gegen Kälte geben, zusätzlich noch. Ich meine, die Winterhose, die haben wir jetzt ziemlich am Anfang bekommen, oder Winterwamshose, wie die auch immer heißt. Und ja, aber da brauchen wir halt einen etwas wirksameren Schutz noch. Oder einen zusätzlichen Schutz, wahrscheinlich reicht schon ja, ein Helm. Oh, hier könnten wir auch wieder nach oben, aber mal gemerkt, das ist jetzt nicht so sinnstiftend aktuell. Oh, da kommt man wahrscheinlich schnell hoch, aber wir kommen jetzt eh schnell hoch, weil wir ja den Wegpunkt haben. Und uns da jederzeit hin teleportieren können. Aber jetzt habe ich mich hier erstmal dazu entschlossen, den Turm, den es hier unzweifelhaft zu geben scheint, zu erobern, zu besteigen. Besteigen gesagt. Ja, damit wir die Karte freigeschaltet bekommen. Da ist einer, genau. Genau. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe von hier aus. Die anderen Türme hat man ja auch relativ nah erblicken können. Also, na gut, wie man es nimmt. Ne? Was ist schon nah? Ne? Wenn man da oben ist, klar, dann sieht alles sehr nah aus. Aber das ist schon eine Entfernung. Da ist auch wieder... Was ist das für ein Viech? Oh nee, das hier ist ein Drache. Oh. Ha. Da gehe ich jetzt mal hin. Kann ich mich vielleicht von da aus fallen lassen. Moment, da ist auch wieder was zum Abschmelzen. Da können sich ja Kisten... Ne? Hier kann man sich ins Tal begeben. Was ist denn da? Was ist denn das da? Ach, ein Freund wieder. Juhu, lass mich raten. Du suchst deinen Kumpel. Und der ist am anderen Ende des Tals, richtig? Ja, das Schlamassel habt ihr irgendwie alle. Huh, ja, ja, da hinten. Deswegen habe ich die Schlitten bekommen hier. Hm, wir haben ja beim letzten Mal Schlitten gefunden. Aber hier sind leider keine Schlitten. Also hier jetzt nicht. Müsst ihr mir jetzt den aus dem Inventar rauskramen, leider. Ja. Du sagst ja. Obwohl, ich kann auch den Schild. Aber dann kann ich ihn nicht mitnehmen, ne? Wenn ich den Schild verwende. Jetzt rollt er. Tal abwärts. Hm. Ist auch nicht das Schlechteste, aber da sind Gegner. Warum müssen da mal Gegner sein? Wow. Hier geht die Ausdauer noch schneller zu Neige, ich den Eindruck, weil es hier so kalt ist. Ich will nicht meine beste Waffe vergeuden, verschwenden an den Billigbockbins. Vielleicht sieht er uns ja nicht. Wir schleichen mal, das haben wir ja gelernt, ne? Neben Einschreien. Beim letzten Mal. Ne? Da haben wir schleichen gelernt. Ja, so richtig. Nee, eigentlich haben wir nur gelernt, dass man nicht schleichen muss in dem Spiel. Dass es wirksamer ist, wenn man nicht schleicht. Warum rollst du nicht weiter? Warum muss der Teil auch ausgerechnet hier jetzt landen? Rolle, Junge. Rolle. Nee, nicht zur Seite. Runter sollst du rollen. Irgendwie klappt das gerade nicht. Mit dem Kind Schwung versetzen? Yonobo? Nein. Wir wollen ihm ja keinen Schaden zufügen, dem Freund. Aber ich glaube, das kann man eh nicht. Ich habe da schon diverse Videos gesehen. Also die sind ziemlich widerstandsfähig, die Biester. Erstaunlicherweise. Sie können nicht sterben. Sie sind unkaputtbar. Naja, so geht's auch. Sparen wir uns den Schlitten. Ne? Sehr schön, sehr schön. Jetzt muss ich den Weg wieder zurücknehmen. Ne? Ich möchte ja gerne... Was ist denn da noch? Da ist eine Kiste oder was? Cool. Ja, Tatsache. Ja, ja, zusammen.
Oh ja, na, bald haben wir wirklich die 100 erreicht. Von 1200, wie war das? Der 1200 Krux. Mal die Kiste auf hier. Was ist denn da drin? Transporter. Ja. Irgendwie gibt es hier nur diese Bauteile, diese Sonarbauteile. Oh, da können wir was Großes abschmelzen. Also diese Crocs, die weisen da ja noch dann wann mal den Weg zu was Besonderem. Vielleicht ist das ein Schrein, Leute. Noch ein Schrein. Könnt vor Glück schreien. Aber da ist auch ein Gegner leider. Und der guckt genau in unsere Richtung. Das ist ungünstig. Versuchen wir wieder zu schleichen. Denn diese Schleichangriffe sind natürlich sehr. Ne, der guckt woanders hin. Die sind natürlich sehr wirksam. Ne? Das haben wir auf jeden Fall gelernt. Man sich von hinten anschleicht, aber das haben wir erst im Anschluss an den Schrein gelernt. War ein Kampfschrei, ne? Muss man dazu sagen. Ein sehr cool gemachter wieder. Sehr aufwendig eigentlich, ne? Dafür, dass es eigentlich eine Sache quasi von Sekunden war. Gerade wenn man sehr schnell ist, wenn man langsam ist, gut, dann braucht man halt trotzdem 2 Minuten so Weg. Dann ist erstmal kurz ausgeschaltet, ne? Und man kann die dann in Ruhe bearbeiten. Ist natürlich sehr mächtig, ne? Die Schleichfähigkeit in dem Sinne. Weil ich habe ja auch Schleichausrüstung dabei. Da wird natürlich noch effektiver. So, jetzt brauchen wir aber wieder was ganz anderes. Nee. Jetzt brauchen wir die Rhodonit-Waffe. Das Rhodonit-Schwert. Damit wir den Schrein hier auftauen können. Aber man sieht aber noch gar nichts dadurch. Aber das ist hier nicht von ungefähr, denke ich mal. Das ist, obwohl, da ist gar nichts zu sehen. Aber das sieht aus wie ein Schrein. Kommt, Leute. Das ist bestimmt ein Schrein. Hoffen wir mal, das Spiel will mich jetzt nicht an der Stelle trollen. Das wäre gemein. Das wäre fies hier sehr. Aber gut, vielleicht bekommt man ja wenigstens die Aufgabe, den Dings zu finden. Den. Ah, guck mal, das ist direkt. Das kommt ja auch nicht von ungefähr, ne? Dass da die Insel ist. Diese blumenartige, die ja manchmal als Fahrstuhl dient. Ah, vielleicht ist da auch wieder so ein Zugang zum Untergrund. Na, das hat wieder als Fahrstuhl. Ah, guckt mal, ja, da kommt ein Dings runter. Ein Fahrstuhl, in Anführungsstrichen, ne? Das ist doch kein Schrein, ne? Das taut jetzt sehr schnell zusammen, zum Glück. Haben sie das so gemacht? Wow. Sehr, sehr schnell, ja. Das ist leider kein Schrein. Sie wollten mich trollen. Das ist vielleicht eine besondere Kiste. Wenigstens das Spiel, bitte. Ich sehe da nichts drin. Oder ein Gegner jetzt. Nein, ein Eingang zu einer Höhle, Leute. Das ist nicht. No, okay, da sage ich jetzt auch nicht. Okay, das war jetzt kein Troll. Also hier ist jetzt doch nochmal was entdeckt. Nordhöhle am Bilon Schneefeld. Bilon. Bilon Schneefeld sind wir jetzt. Und hier sind doch jede Menge. Aber das schmilzt nicht. Ah, komisch, ne? Sofern es Bestandteil der Architektur ist, kann es nicht schmelzen. Alles klar, Leute. Macht das Sinn? Naja, in dieser Welt hier schon. Steinsalz. Ja, wenn die Waffe kaputt geht, geht sie kaputt. Ist denn so? Ne, das schmilzt auch nicht. Ist auch Bestandteil der Architektur. Aber das wissen wir ja immer nicht so genau, ne? Hier ist ein Majoi wahrscheinlich drin. Aber ich habe gar kein Vieh gesehen. Oh, da ist aber tief runter. Ich traue mich nicht. Hilfe! Oh, hier ist auch noch ein Zugang. Oh, scheiße. Da komme ich nicht ohne weiteres ran, wenn ich mich jetzt fallen lasse. Ist auf der Rückseite, oder was? Ach, hier ist ein Aufwind. Jetzt segnet erstmal. Ja, hier sind mehrere Zugänge. Ist ja geil gemacht. Okay. So, Junge. Sprich dein letztes Gebet. Sei schon tot? Manchmal überleben sie, manchmal nicht. Doch, der hat's überlebt. Krass. Aber jetzt nicht mehr, oder? Au! Signum? Ja, können wir einsammeln. Auch wenn es teilweise im Wasser verschwunden ist. Warum ist denn hier Wasser? Ist hier warm drin? Ja, hier ist warm drin.
Krass, hier brauche ich nicht mal allerdings. Ein Winterwams. So warm ist es in der Höhle. Das deutet doch auf die Orni wieder hin, ne? Also, ja, sogar eine Truhe haben wir hier, eine Kiste. Naja, das ist mehr eine Kiste. Na los, sammel die mal raus hier. Da wird wohl nichts Besonderes drin sein. Pfeile würden mir schon reichen. Das wäre schon. Ja, ey, cool, der Spielgott hat mich erhört hier. Danke, danke. Für viel. Wenn auch nicht für sehr viel, aber für viel, ja. 5 Pfeile sind in Ordnung. Da beschwere ich mich nicht. Sonst ist da aber nichts im Wasser, aber gegen mein Tauchen können wir zum Glück nicht im Spiel, ey. Ist ja Fluch und Segen zugleich. Ne? Irgendwie ist es ja cool, finde ich immer, so Unterwasserlandschaften zu erforschen, aber andererseits ist doch mal sehr aufwendig. So, sollen wir das jetzt machen? Ja. Hier sind nicht umsonst diese Sprengblumen gewesen. Oh! Ah, okay. Ja, aber wenn das Wasser steigt, dann habe ich doch keinen Aufwand mehr, oder? Warum? Warum soll das hier so sein? Aber da sind noch mehrere Zugänge, ne? Da ist noch einer. Ne, 2. Kommt da noch mehr Wasser raus? Ja, da kommt nur Wasser raus. Ja, der Wasserstand geht dann noch höher. Ich weiß nicht, was hier passiert, aber das heilt uns. Okay, das ist auch eine Heilquelle. Geil. Okay, dann ist sie willkommen. Na, dann müssen wir uns mal heilen. Wenn so eine schwache ist. Oh, hier sind noch mehr. Ach, guck mal hier. Noch mehr Bäumchen. Die sind natürlich sehr cool. Meine Lieblingspflanze. Auch wenn man sie nicht essen kann. Und nicht essen sollte vor allen Dingen, ne? Könnte zu Explosionsart dem. Na, lassen wir das. So. Sind hier noch mehr von meinen Lieblingspflanzen? Nein, leider nicht. Gut, mal sehen, was passiert. Ah, doch. Ne, die hatten wir gerade gelootet. Naja, das war die. Das ist nur noch ein Stängel. So, wo sind hier noch mehr? Hier überall. Ach so. Muss leider aufsprengen. Ja, ja, ich hab's verstanden. Der Wasserstand. Ah, oh, das hat schon gereicht jetzt, ja? Rüstung, Leute, Rüstung? Ja, Rüstung? Bitte, bitte, Rüstung? Müssen wir den noch freispringen? Ich weiß nicht. Ich mach's einfach mal. Kommt noch mehr Wasser raus, oder? Nein, da kommt kein Wasser. Du Gegner! Na, danke schön. Meine Freunde sind nicht hier. Oder? Oh, nee. Ich dachte, es ist jetzt auch aufgegangen, das Gatter. Da leuchtet so auffällig. Ist da noch ein Mal. Ah, Moment, den muss ich erstmal kalt machen hier. Jetzt vereist er uns wieder. Gut. Oh. Wo geht's denn hier hin? Ach so. Hier war nun fieses Vieh drin. Ja, mehr nicht. Nicht mehr und auch nicht weniger. Gut, egal, Leute. Hier hat sich ein Eingang aufgetan. Sehr geil wieder mal. Oh, was man hier alles. Also das ist auch mehr geworden, finde ich. Ne? Dass wirklich der Entdeckerdrang hier belohnt wird direkt. Ach, da sind wieder diese Viecher. Diese Kletterbiester. Genau, Klammerechsen. Oh. Mal gucken. Kälteschutz, Leute. Der Helm eines Kriegers, der in längst vergessenen Zeiten die Orni beschützte. Er soll das Band mit den Orni stärken, wenn er von einem Hyjana getragen wird. Oh. Also, ja. Also, so eine ähnliche Maske, wie wir schon mal bekommen haben, halt nur von den Goronen, ne? Aber das jetzt für Kälteschutz sorgt. Leute, Leute, wie geil. Aber ich möchte trotzdem erst den Turm freischalten. Ja, um da einfach mal rausschlau zu werden. Aus der Umgebung hier.
Hey, wie geil ist das denn? Ha, ich liebe dieses Game. Wie das funktioniert, ne? Also, das Pacing ist wirklich fantastisch. Also da können sich wirklich viele Spiele eine Scheibe abschneiden, ne? Außer Baldur's Gate 3, das ist perfekt, ja. Anscheinend, ich habe es noch nicht gespielt, aber ich werde es auf jeden Fall spielen. Ich habe es mir schon zugelegt. Wenn auch nicht als Let's Play, weil ich habe jetzt hiermit wirklich alle Hände voll zu tun in diesem großen Projekt hier, natürlich. Na, ich meine, Tears of the Kingdom ist jetzt beim besten Willen kein kleines Spiel. Ah, hier ist auf jeden Fall noch ein Zugang. Da kommt da nur Wasser. Nee. Oder nur ein Vivia, um mich zu trollen. Ja, echt nur ein Vivia, da. So, bei den anderen kommen jetzt nur Viecher raus, da. Schaffe ich das? Jo, gerade so. Aber hier ist wenigstens, kriegen wir die Blume zurück. Okay. Ah, hier geht nichts auf. Da ist noch eine. Och nö, da sind noch so viele. Naja, vielleicht wird auch das belohnt. Oh, zwei! Oh Mist. Ab in die Heilquelle. Nein, ich sterbe trotzdem innerhalb der Heilquelle. Das müssen wir auch erstmal schaffen. Scheiße. Scheiße. Oh, hat er jetzt gespeichert, ey. Oh. Ah, dann lass ich das. Oder? Na, er hat hier gespeichert. Ey, danke. Ich war nicht Game Over. Ich bin jetzt nicht mehr Game Over, wenn ich im Wasser sterbe, oder? War das vorher schon so? Breath of the Wild? Ich glaube nicht, oder? Oh. Kostet sehr viel Ausdauer, mit dem Pfeil und Bogen hier zu schießen. Ja, bin gleich wieder weg. Ha, beide gleichzeitig getroffen. Oh, nicht wieder. Oh. War das knapp oder war das knapp? Jetzt sammeln wir erstmal die Teile hier auf. Also, das heißt jetzt übersetzt, ne? Deswegen habe ich mich in erster Linie so gefreut, dass wir da oben wieder weiterkommen. Vermute ich mal. Wobei natürlich immer noch sein kann, dass das dieser Orni-Dungeon ist und dass ich dazu den Orni brauche. Ne? Der dafür vorgesehen ist, also dieser Held quasi. Dieser besondere. Weil wir brauchten ja stets die Unterstützung von irgendwelchen Mitstreitern, damit wir da weitermachen konnten bei den Haupt-Dungeons, wenn man so möchte. Na, vielleicht ist es ja ein Neben-Dungeon. Gut, jetzt weiß ich ja nicht mehr, was das jetzt war. Welche Höhle das war. Die können wir auf jeden Fall einsammeln. Yes! Okay, bekommen wir die wieder. Vielleicht waren wir da auch schon. Jo, hier war ich wohl schon. Was hängt denn da? Ist das eine Kreatur? Ne, eine Wurzel oder so halt wahrscheinlich nur. Ja, genau, hier hatten wir auch schon gepflückt. Ah, jetzt noch höher. Das haben wir noch nicht mitgenommen hier. Haha. Ey, trotzdem sollten sie nicht so sparen mit den Donnerblumen, finde ich. Meine Lieblingsblumen. Gut, egal, Leute. Wie komme ich jetzt wieder raus, ist die Frage. Ich glaube, ich kann mir das leichter machen. Ne? Einfach Deckensprung mal wieder. Ja. Ja, deswegen sind ja hier die Höhlen, der Gegner, um einen Deckensprung zu machen. Ja, machen wir das. Raus. Ne, geht nicht. Doch. Mit ein bisschen Maßarbeit geht alles, ne? Wunderbar. So, was sagt die Orientierung? Die Orientierung sagt, hä? Wo bin ich? Ich weiß es nicht.
Ich glaube, ich bin jetzt auf der anderen Seite, ne? Des Gebiets. Der Turm war, genau. Wo haben wir denn dem Krog geholfen? Oh Gott. Soll der auch erkennbar sein? Nee. Der. Ja, hier irgendwo auf der anderen Seite war. Ja, ich will erstmal, wie gesagt, den Turm hier freischalten. Oh ja, da war ja das Riesenmonster da. Der mit Eis nur so um sich schießt. Was haben wir denn hier Schönes? Ach, wieder ein Rätselchen. Noch ein Krog. Oh Gott, das sieht komplex aus. Das sieht aus wie eine Krone. Ah, hier haben wir nur das eine Teil. Da einsetzen müssen. Ja, Gott sei Dank. Oh, ich sehe das so schlecht. Naja, gut, das müssen wir ja nur passgenau. Ist wie ein Puzzle, ne? Au. Einsetzen. Das scheint nicht zu funktionieren. Das sieht aber so aus, ne? Nee, ach so, da unten geht's nicht. Ah, müssen wir hier noch andersrum drehen. Das war's, ne? Jo, das war's. Okay. Sehr schön, du hast mich gefunden und wir haben bald unsere 100 voll. Ah. War der so weit weg? Guck mal, ist da irgendwas wieder runtergefallen? Oder? Habe ich das nur gesehen? Joa, das sieht sehr weit weg aus. Jetzt sehe ich wieder gar nichts hier. Ja, ich muss mal darüber. Was ist denn da? Wieder ein Ruinenstück? Ja. Ich muss irgendwie versuchen, da an dem Drachen vorbeizukommen, da. Dem King Ghidorah. Ah. Na gut, die stören mich da nicht weiter. Die lasse ich wohl links liegen. Weil Bogblin-Teile brauche ich eigentlich nicht mehr. Was ist denn das? Oh, da sind auch wieder Schlittenteile. Da wären die Schlittenteile gewesen, ne? Für den Krog oder was? Wahrscheinlich. Na gut, ich muss ja nach oben. Also da, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh oh. Nein. Ja, das ist okay jetzt. Das kann ich, glaube ich, abessen. Den zu besiegen. Ja. Wisst ihr Bescheid, wa? Gut, wenn er mich jetzt killt, dann ist es so. Oh, Scheiße. Der ist wahrscheinlich besonders empfindlich gegen. Ja, dann ist es so. Gegen Feuer, denke ich mal. Na, also wenn ich Yunobo auf ihn schießen würde, könnte. Ich meine, der fliegt ja, das ist das Problem. Das hat er ja schon bei dem anderen, bei dem Untergrunddrachen da probiert, ne? Einen hat bisher auch besiegt schon, ne? Ziemlich am Anfang des Spiels. Kann das sein? Habe ich den schon besiegt? Den einen? Ich glaube ja, den einen habe ich schon besiegt. Gab es einfach mal. Oder habe ich. Ich weiß es nicht mehr. Wie mache ich denn das, den zu umgehen? Ich muss einfach einen vorbeilatschen. Anders geht das jetzt nicht. Dann mache ich da einen Deckensprung und dann komme ich da auch schneller hoch. Soweit die Idee. Sachten die Zeit, ey. Die rennt ja mal wie verrückt in dem Spiel, ja? Also. Ja, wenn man Spaß hat, ne, vergeht die Zeit natürlich immer schneller. Das ist naturgemäß so. Ja, ein bisschen kann ich noch. Ein bisschen haben wir noch für die Folge, dass ich wenigstens an dem vorbeikomme. Aber ich komme hier nicht hoch. Komm. Scheiße, Leute. Warum geht das nicht? Ah, da muss ich halt klettern. Was ist denn da? Ach so. Sieht aus wie eine Vorstufe von den Sonnenfleckchen. So grün. So gülden. Ja, okay. Oh, da haben wir auch wieder einen Krog, oder? Ach nee, die waren ja öfter mal so. Nee, nee. Jetzt richtig hoch. Gut, da hätte ich einen Schlitten hier brauchen können, ne? Was ist denn das da? Ein Baumstamm? Ein Hünengrab? Nee, das ist ja so ein.
eine Ruine. Na, da geht's ja denn da hoch, ja, wo wir hinwollen. Aber da muss ich nicht klettern. Wir haben ja eine Abkürzung freigeschaltet, ne? Ja, aber hier brauche ich erstmal eine Kletterkopftuch. Bevor wir den anderen Helm, den Frostschutzhelm, verwenden können. Mal sehen, ob er uns überhaupt genug Schutz bietet, ne? Vielleicht muss man ja wirklich die komplette Frostschutzrüstung tragen. Oder eine komplette Frostschutzrüstung. Wenn man ein komplettes Set ja hat, dann verstärkt sich das ja nochmal zusätzlich, ne? Der Attributsbonus. Aber gut. Wir wollen ja erstmal zum Turm, ne? Um hier erstmal durchzusehen. Ei, Kopf, der lässt uns in Ruhe. Komm ich da rüber? Schaffe ich das? Sieht erstmal gut aus. Ja, hier ist noch, hier sind überall so eine schöne Abgründe, wo man im Schlitten natürlich ganz gut beraten ist. Ja, wir kommen langsam der Sache ein bisschen näher, ne? Aber ist immer noch meilenweit weg. Von oben sah das so schön klein aus. Boah, wie geil, dass sich das so gelohnt hat, ey. Direkt haben wir das Teil bekommen, was wir brauchen. Ist da jetzt was runtergefallen? Ich glaube, das sah so aus. Ist da von den Ruinen da oben? Weil dann könnten wir uns natürlich den Weg ein bisschen abkürzen. Ich weiß nicht, ob das klug wäre. Naja, andererseits ist es da gleich. Also, es sieht so nah aus. Und da ist eine Fahne. Hm. Gut, gucken wir erstmal. Ja, okay, der landet sogar direkt vor unserer Nase. Das ist ja jetzt quasi wie eine Einladung, aber ich möchte trotzdem wissen, was mit der Standarte da auf sich hat. Na, ihr habt ja einen NPC, ne? In Breath of the Wild, der hat da diese... Das hing da mit der Prüfung da irgendwie... Ah, zusammen. Moment, dieser ist bestimmt empfindlich, ne? Warte. Aua. Boah, ist gut. Oh Gott, mach das schon. Oh Gott, ey. Naja, egal. Wir können ja auch in dem Schreien uns heilen lassen, ne? Außer da sind natürlich Gegner. Ah, okay. Das ist ein Lager. Ah, die anderen Fässer gingen nicht so weit, das kaputt, ne? Nur diese hier. Die eh schon halb kaputt sind. Oder? Ne, ne. Doch, die gehen auch ganz gut kaputt. Da sind immerhin Tanzzapfen drin. Weiß jetzt gar nicht, wozu die mal gut sind, ne? Wahrscheinlich auch für Medizin oder sowas ähnliches. Ja, doch, die gehen super kaputt. Besser als gedacht. Ja, da sind noch mehr so eine Fahnen. Da ist überall so ein Lagerplatz. Ja? Überall, wo diese Fahnen sind, ne? Ich glaube, das war auch schon in Breath of the Wild so, weil man... Ja, in dieser weißen Umgebung... Au, oh, da ist noch ein Schrein, Leute. Geil. Ah, oh. Und da ist schon der nächste Turm. Ja, wie gesagt, hier lohnt es sich wirklich, die Türme erstmal freizuschalten. Gut, mal sehen, was wir hier für eine Aufgabe machen müssen, erledigen müssen. Damit der Turm... Turm am Karuga-Pass. Ja, der nächste ist ja gleich um der Ecke, also... Die sind hier relativ nah. Oh, oh. Ich sehe, was hier das Problem ist. Jetzt haben die sich erstmal freigeschaltet hier, diese ganzen... Diese Ranken, wie immer man sie bezeichnen soll. Dieses Geflecht an... stechenden Pflanzen. Hecken. Das Heckengeflecht, das sieht aus wie bei Dornröschen. Aber gut, ich hätte mich wohl einfach fallen lassen können. Na, aber die Dinger brennen ja auch ab, das wissen wir ja. Ja. Jetzt haben wir nämlich einen Aufwind. Aua, einen Aufwind. Ja, aber der ist direkt darüber. Also. Jo, das war's schon. Okay. Das ging ziemlich schnell. Ja, das können wir sogar überspringen. Das kann ich, glaube ich, noch nicht beim ersten Mal überspringen. Ne. Nee.
Bom. Ne, das geht nicht. Und auf zum Schrein, würde ich mal sagen, ne? Oh, da brennt was. Was brennt denn da? Wollen wir das etwa? Nein. Na, dann scannen wir deine Umgebung. Groß. Oh, da ist ja noch einer, ey. Geil, noch ein Schrein. Zwei Schreine, ey, direkt. In unmittelbarer Nähe. Schön. Jo. Oberfläche. Boah, dieses Riesengebiet, ey. Und das andere grenzt ja direkt an, ne? Genau. Himmelskarte natürlich auch, ja. Außer unten halt nicht. Das muss man. Ah, da sieht man jetzt den Himmelsleiterinseln, ja. Diesen riesen Wirbelsturm, der sogar der ist eingezeichnet worden. So, ja. Das ist geil. Jo, der. Ach so, der ist da oben auch, ja? Okay. Da ist noch ein Schrein, aber den haben wir doch noch nicht. Nee. Da ist Monster. Ist Monsterlager oder ist das hier das Dorf schon? Das könnte natürlich schon ein Dorf sein, ne? Gut, egal. Ich gehe erstmal zum Schrein. Dann gucken wir uns den mal an. Na, wir brauchen Heilung. Wenn wir schon mal den Schrein haben. Das ist ja nicht. Ah, das ist doch ein bisschen weiter weg. Das zeigt mich. Ja, ist halt nur eine weite Ebene, ne? Deswegen sieht man den relativ omnipräsent. Sahi, Oberschrein. Na, mal sehen, was das für ein Schrein ist. Bin ich ja mal gespannt. Wieder ein Kampfschrein oder ein Rätselschrein? No. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Wie immer. Umsichtig ausweichen. Sehr cool, Leute. Aber ich würde mal sagen, an der Stelle mache ich erstmal ein kleines Päuschen. Also denn, bye bye, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, euer Shark. Lasst es euch gut gehen. Und falls euch die Folge gefallen hat, wisst ihr ja, lasst ein Like. Genau da. Bis dann.